Willkommen zurück zu Kirby Star Allies Part Nummer 2. Hier erwartet uns schon fruchtiger Forst und auf dem Cover sehen wir schon Wispy Woods Boss Fight, erster des Spiels. Aber wir haben beim letzten Mal das Extra-Erklär freigeschaltet und das möchte ich mir natürlich gerne mal anschauen. Ein Zusatzabschnitt. Wohin genau führt der uns? Beim letzten Extra, was wir gehabt haben, haben wir unseren Bandana Waddle Dee hier schon mal bekommen. Oh. Tja, hätte ich jetzt mal die alten Kirbys gespielt, außer Dreamland 1 und 2, dann könnte ich wahrscheinlich noch besser zuordnen, aus welchem Spiel diese Musik stammt und dieses Level vielleicht sogar inspiriert ist. Vielleicht war es aus Kirby, es hört sich schon sehr 8-bittig an, vielleicht ist es sogar aus Kirbys Dreamland 1 und 2 und es ist einfach zu lange her, dass ich es jetzt played habe. Aber die Musik ist auf jeden Fall aus einer aus den alten Kirby-Spielen. Vielleicht ist das Spiel, das Level ja dementsprechend auch daran angelehnt. Vielleicht ist das mit diesen Zusatzabschnitten gemeint. Okay, wäre schön, wenn einer von euch unten lang gehen würde. Das ist wohl so unmöglich, wenn man mit zwei Spielern spielt. So, die Regenschirmfähigkeit haben wir schon in der Demo gezeigt. Die hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen lasse ich die mal weg. Okay, hier bräuchte man drei Spieler, um alle Wege abgehen zu können. Fähigkeit haben. Dann mache ich natürlich erstmal sowas. Ich hasse euch doch alle. Ich will doch nur seine Fähigkeit haben, Jungs. Ich weiß nicht, ob das ein normaler Schwertkämpfer ist. Alter, jetzt lauft mir doch nicht wieder in den Weg, Jungs. Nein, das ist eine Ninja-Fähigkeit. Das ist natürlich sehr cool, dass wir jetzt eine Ninja-Fähigkeit haben. Das Problem ist, beim nächsten Gegentreffer bin ich tot. Kann ich jetzt hier erstmal... Oh, und unsere Teammates ebenfalls. Warte, ich kann dich wiederbeleben. So, wir haben leider keine Eis- oder Kühlfähigkeit allgemein dabei. Wären die Puzzleteile gewesen. Das kann man natürlich vorher wissen. Nicht. Gut. Ja, dieses Level ist wahrscheinlich für mehrere Spieler eher gedacht. Also trotzdem der Leben oder irgendwas in der Art jetzt erstmal ganz cool. Okay, wir haben schon noch welches gekriegt. Der Kibbel braucht noch welches. Hallo, könntest du da? Wir brauchen den Schlüssel. Und sieh mal einer an, wer hier ist. Dann wird hier wohl der Schlüssel drin sein. Jawohl. So, kümmert ihr euch um die anderen Viecher? Braucht ihr gar nicht, weil keiner kommt. Wir schnappen uns den Kram. Und außerdem ein Bonuslevel. So, sehr schön, Zerkübbel. Bist du auch wieder einigermaßen auf dem Start wegen diesen komischen Feuersäulen. Da haben wir fast unser komplettes Leben verloren. Ist auch schon mal toll. Aber dieser Spezialabschnitt hier scheint relativ lang zu sein. Wir haben schon Feuer im Team, also brauchen wir den dann nicht. Nein, nicht entzünden! Du bist ein Vollidiot. Oh, warte, ist das Spezialfähigkeit? Nee, doch nicht. Kurz in den Gang, wollte ich gerade schon sagen. Nein, schnell nach da unten. Okay. Wow, wir hatten mehr Zeit, als ich gedacht habe. Ich bin extra durch alle Gegner durchgerannt. Und... perfekt.
Mehr brauchen wir hier drin noch gar nicht. Gibt hier keinen Secret Exit oder sonst irgendwas. Das heißt, wir haben auch hier bislang alle Collectibles gesammelt. Läuft das bislang ganz gut. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber die Musik ist definitiv aus älteren Kirbys inspiriert. Und es war, glaube ich, nicht Dreamland 1 und 2. Dafür ist diese Musik hier zumindest zu ausgefallen. Das waren damals noch Gameboy-Spiele. Die ersten Auftritte der rosa Knutschkugel. Jungs, nicht euer verdammter Ernst. Hätte ich da nicht ein bisschen schneller laufen können? Das meine ich mit, das nervt mich ein bisschen, dass hier dauerhaft drei Vollidioten hinter uns herrennen. Die mal mehr, mal weniger schlau sind. So, Feuerviech, du kannst übrigens unsere anderen beiden Teamer jetzt auch mal ein bisschen verstärken. Keine Ahnung, warum die ihre Eisfähigkeit verloren haben. Ich habe leider keine nach oben Fähigkeit mit dem Ding. Das gefällt mir nicht. Oh, Bossfight. Bonkers. Also Mini-Boss natürlich. Ein richtiger Boss. Wie, ich kann Bonkers mitnehmen? Okay, alles klar. Oh, shit. Nimm das! Kann ich dich auch mitnehmen? Okay, das ist krass. Färb du hier das mal alles. Okay, damit haben wir jetzt schon ein ziemlich geiles Team. Leider haben wir jetzt keine Elementarfähigkeit mehr dabei. Das hätte ich natürlich liebend gern, aber so ist auch ein cooles Team, würde ich mal eben behaupten. Die sahen so übergroß aus. Ich meine, den letzten Mr. Freeze-Dingens-Bubbles Namen habe ich wieder vergessen, den wir im letzten Part als Zwischenboss rekrutiert haben. Der hat sich halt zu so einem normalen Schneemann-Typen verwandelt. Deswegen dachte ich eben, dass die Bosse dann einfach zu ihrer nächst kleineren Normalform zurückverwandelt werden. Aber scheinbar ist das nicht so. Okay, ich glaube tatsächlich, dass diese Dinger hier auch Welten, auf Welten aufgeteilt sind. Das heißt, wenn wir alle Spezial Puzzleteile in Welt 1 finden, also die hier unten links extra auf der Welten-Map eingezeichnet sind, nur dann kriegen wir das erste Puzzleteil auf die Mitte voll. Soweit habe ich das jetzt verstanden. Das ist, wenn wir alle Puzzle vervollständigen müssen, müssen wir auf jeden Fall in den Leveln hier die 100% sammeln, also die, alle diese versteckten Puzzleteile. So, da ist schon wieder Monsieur Lasso. Ich mag diese Fernkampffähigkeit sehr gern, aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schade, dass wir unsere, dass wir keine nach oben Attacke haben. Und was bist du? Okay, quasi ein Äquivalent zu Marios Stern. Damit haben wir jetzt schon das seltene Puzzleteil. Das ist cool. Ja gut, das ist Welt 1. Wenn man in dem New Super Mario Bros. Welt 1 anschaut, ist das auch nie wirklich fordernd. Von daher möchte ich aktuell noch keine Äußerungen bezüglich des Schwierigkeitsgrads oder schwierigen Verstecken oder sonst irgendwas machen. Auch wenn ich keine hohe Schwierigkeit im Kirby erwartet, vielleicht überrascht es mich in der Hinsicht ja positiv. Mal schauen. Wie gesagt, preislich finde ich 60 Euro ein bisschen hoch angesetzt.
Aber auch da können wir ja mal schauen, was der Umfang dann bietet. Okay, was zum Teufel passiert hier? Ah, wir sind vom Bosswald wahrscheinlich, deswegen können wir hier unsere Fähigkeiten zurücksetzen. Möchte ich aber nicht. Hier gibt es ja nicht ohne Grund nochmal Feuer. Wir wissen ja aus der Demo, dass Feuer sehr effektiv war gegen Wispy Woods. Und da ist er auch. Der erste Bosskampf des Spiels. Wächter des Waldes, Wispy Woods. Ich stehe so weit weg, dass unsere Teammates gar nicht wirklich raffen, dass sie angreifen sollen. Das gibt ihn ja so offen, was er Peter. Ich glaube, die richtige Feuerfähigkeit hätte mehr Schaden gemacht, weil in der Demo hat er ja, wie gesagt, sogar richtig angefangen zu brennen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so mehr Schaden gemacht hätten jetzt ohne die Feuerfähigkeit. Also ein bisschen mehr Schaden macht man ja immer mit so einem Elementangriff, aber in der Demo, wo wir einen richtigen Feuertypen dabei hatten, hat er sogar richtig gebrannt und ist unten sogar total verkohlt. Also das Element an sich hat wohl noch mehr gebracht, als das Element einfach nur auf die Waffen zu packen. Merke ich mir auch fürs nächste Mal. Hey. Und drei weitere deiner Mitte. Bleiben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 übrig. Also drei Level in dieser Welt. Passt das noch? Könnt ihr ihn hauen? Ich sehe jetzt gerade nur zwei. Ich sehe sogar nur noch eins. Hm. Fruchtiger Forst. Hier ist auf jeden Fall was versteckt, aber das ist nur so ein Ding. Es kommt direkt der nächste Bossfight hinterher, nämlich König DDD, also die beiden Demo-Bosse. Schlagabtausch in Schloss DDD. Interessant. Ein paar weitere Bossfights sind hier aus dem Trailer. Oh nein, Elektro. Ich will Elektro haben, ich will Elektro haben. Lass mich. Das geht weg, geht weg, geht weg. Nein! Oh, ich hasse dich. Ich möchte trotzdem Elektro haben. Geh schon kaputt, Mann. Okay, das hat nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Elektro? Och komm. Jetzt sei bitte nicht der Einzige, der nicht respawnt. So, jetzt gehe ich nochmal runter. Ja, geht doch. Kann ich irgendwie von euch verstärken? Ah, nee, du kannst jederzeit ein Stillleben zeichnen. Und du hast jetzt auch einen Brutzelhammer. Okay. Das ist interessant, dass wir uns da, können wir uns da jederzeit Leben holen, dann kommt da auch mal was anderes bei rum. Ach nee, der muss erst wieder Energie sammeln. Hier kenne ich noch aus Kirby 64 und ich glaube auch noch aus den anderen. Ah! Elektrofähigkeit ist hier sogar gewünscht. Das habe ich sogar schon getroffen. Aber die scheint ansonsten ziemlich schwach zu sein, die Elektrofähigkeit, muss ich einfach mal so sagen. Von allen, die ich bislang gespielt habe, relativ schwach, oder die Gegner hier sind einfach stärker. Nein, ich kann keinen Teamkameraden weglassen. Das sind alles so spezielle Dudes, die will ich dabei lassen. Ich hätte ihn jetzt gerne als Kameraden mitgenommen. Aber das funktioniert so nicht. Hey, Waddle Dee, du bist ein richtig harter Miniboss. Ich habe mir schon gedacht, dass hier noch mehr kommt.
Da kommt er, Bugsy! Meta Knight! Oh, warte, kann ich dich auch übernehmen? Oh, ich hasse es. Okay, komm. Dann haben wir genug von Strahlhex gesehen. Nehmen den mal mit. Es gibt so viele von diesen coolen Miniboss-Verbündeten, die will ich einfach gar nicht weggeben. Jetzt noch keine Elektrofähigkeit offiziell, sondern es ist Plasmafähigkeit offiziell. Und der kann ziemlich was. Also der hat ordentlich was drauf. Ja, sorry, aber ich muss jetzt meine Power ablegen. Mir gefällt Plasma gar nicht. Ist das da eigentlich dieser Knuckle Joe gewesen? Den wir da eben hatten? So, die Fähigkeit kenne ich ja schon. Aus der Demo. Aber ist das dieser Knuckle Joe, den man auch in der Smash Bros. Als Helfer-Trophäe hatte? Kann sein, ne? Er sieht irgendwie genauso aus. Ich wusste nicht mehr, aus welchem Spiel der kommt, aber scheinbar kommt er aus Kirby. So, der kann nämlich so ein bisschen nach oben Attacke. Und macht halt ein bisschen Schaden im Gegensatz zum Plasma-Typen. Also Plasma-Kirby fand ich sogar... Jetzt habe ich keinen Elektro mehr, egal. Plasma-Kirby ist zwar sehr hilfreich, was diese Dinger hier anbelangt. Diese Lampen, aber... Ich glaube, auch der einzige Grund, weshalb man den hier mitnehmen sollte. Ansonsten ist es sogar für mich mit der schwächste Verbündete, den wir bislang hatten. Ich habe allerdings Angst, dass wir den gleich mal brauchen für ein Rätsel. Aber bislang gab es die Fähigkeiten, die man für Rätsel braucht, auch eigentlich immer kurz davor. Ah, und den Abschnitt, den kennen wir schon aus der Demo. In der Demo ging es direkt hier nach. Zum König DDD-Boss-Fight. Und beim Wispy Woods Level war es ja auch so, dass das Level etwas kürzer war, weil es einen Bossfight gab. Vielleicht ist es hier ähnlich. Tatsächlich. Tachchen, König DDD. Ich bin da so widerlich, wie mir das Essen teilt. Sorry. Hab ich schon im Mund gehabt, willst du auch was? Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Aber ich habe Angst. Deswegen aktiviere ich es mal nicht. So, du bist hier mit schon aus einem Grund bist du ja hier, weil du da eigentlich genutzt werden sollst. Ein Element wäre schon ganz schön, aber wir haben ja schon zwei von uns zumindest mit dem Element verstärkt. Wir können nicht verstärkt werden. Ich weiß nicht, ob Bugsy verstärkt werden könnte. Aber hier haben sie das ganze Obst hingebracht. Zum königlichen Erzfeind, König DDD. Diesmal muss ich etwas mehr in die Offensive gehen als eben noch. Oh shit. Jetzt habe ich ernsthaft meine Fähigkeit weggespuckt. Wow. Unpraktisch! Jetzt muss ich einen meiner Teammates opfern? Ich glaube, ich opfer einen meiner Teammates. Kann ich dich nehmen? Nein. Bugsy! Wrestler Kirby! Komm her! Okay,
Okay, das scheint ziemlich stark gewesen zu sein. Machen wir das Ganze nochmal, dann ist es vorbei. Dafür müssen wir aber erstmal rüberkommen zu unseren Teammates. Okay, komm her. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich mir jetzt vorgestellt habe. Kommst du in die Mitte? Okay, wir machen das so. Warum so kompliziert, nicht wahr? Hey, Buddy. Sollten wir nicht irgendwas gegen diese dunklen Herzen machen, die aus denen rausgekommen sind? Alter, der Bock, das sieht so bescheuert aus, wenn der diesen Tanz macht da hinten. Ich glaube nicht, dass es das war. Kleine Anspielung ans erste Kirby. Kirby's Dream Land war nämlich tatsächlich so kurz wie das hier, sogar noch kürzer. Haben wir eine halbe Stunde, glaube ich, damals durch Let's Play. Und da war Küte, die schon der Endboss, aber hier läuft das Ganze natürlich ein bisschen anders ab. Aber coole Idee, jetzt vorzeitig die Credits zu feiern. Weiter geht's! Dann hätte ich mich wirklich für den 60-Euro-Preis beschwert, wenn es das jetzt gewesen wäre. Traumfreund, König DDD! Kann jetzt das Traumwort gerufen werden, begib dich dazu im Traumpalast. Welt voller Wunder, Planet Pop. Das war der, den wir als nächstes haben. Denn die Welt des Friedens, das Dreamland, das haben wir jetzt schon geschafft. Planet Pop. Alles klar. Schauen wir uns das schon mal an. Okay, die Overworld ist etwas anders aufgebaut. Nicht nur, dass wir diesmal hier rumfliegen. Jedes Level scheint... Ich habe so das Gefühl, als wenn das auf verschiedenen Kirby-Spielen basiert, weil diese Welt hier, Planet Pop, war ja, glaube ich, sogar eine Smash Bros. Map. Bin mir ziemlich sicher, dass es eine Smash Bros. Map war. Und ist mir auch von allein von der Optik her sehr bekannt. Also scheint wahrscheinlich schon ein bekannter Spielort oder ja, auf jeden Fall schon ein bekannter Ort aus Kirby-Spielen zu sein. Vielleicht ist es eine Anspielung, dass man quasi so ein bisschen durch die ganzen alten Kirbys durchreist. Ich meine, Dreamland jetzt ganz am Anfang mit dem DDD-Boss. Vielleicht ist hier auf Pop Meta Knight der Boss gewesen. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch keinen Kirby zuvor gespielt, in dem Meta Knight vorgekommen ist. Hier geht es wieder zurück nach Dreamland. Das heißt, das hier ist unser erstes Level. Da gibt es auch den Secret Exit zum Palast hier. Friedliches Feld. Okay, dann würde ich aber sagen, wir haben zwei Bossfights und ein Secret Level in diesem Part gemacht. Auch wenn der Part ein bisschen kürzer ist, würden wir hier den Part mal beenden. Und machen dann beim nächsten Mal... Planet Pop weiter. Also bis dann und auf Wiedersehen.